ich bin Johannes von newgadgets.de und auf der CES 2012 und Samsung zeigt hier sein neues Samsung Notebook Series 5 Ultra, ein 14 Zoll Ultrabook. Und schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an, also vor allem auch welche CPU drin ist. Das geht ja hier relativ schnell. Schauen wir uns das mal an. Intel Core i7 2637M mit 1,7 GHz. 8 GB RAM sind installiert, das ist auf jeden Fall schon ordentlich. Ein mattes Display, gefällt mir sehr gut. Auflösung von 1366x768. Wir haben hier eine Chiclet-Style-Tastatur, hier den einen Ausschalter. Integriertes Mikrofon, Status-LEDs, Touchpad mit den Maustasten. Und hier die Lautsprecher. Wenn wir das Ganze mal zuklappen, fühlt sich ein bisschen wie Plastik an. Ich weiß nicht genau, welches Material es gerade ist. Wir haben hier das Samsung-Logo. Schauen wir uns mal die Anschlüsse an. Da haben wir hier erstmal auf der linken Seite einen Anschluss für das Netzteil. Und hier für das für Netzwerk. Zweimal USB 3.0, VGA, HDMI und ein kombinierter Kopfhörer- und Mikrofonport. Vorne haben wir nichts, aber auf der rechten Seite haben wir einen Kartenleser, USB, Kensington Keylock und ein optisches Laufwerk. Also eines der ersten Ultrabooks mit optischem Laufwerk, wenn man es noch als Ultrabook zählen möchte. Es ist nämlich ein bisschen dicker als die anderen Ultrabooks, aber dafür noch ein bisschen größer.